Tell me how you learn. Das ist das Motto unserer Interviewserie, in der Menschen ihre persönlichen Erfahrungen, Tipps und Einsichten zum Thema Lernen mit uns teilen. Unser Gast heute, Gerhard Fechter, Geschäftsführer und Eigentümer der Manamac GmbH. Herr Fechter, erzählen Sie uns doch mal was zu Ihrem Hintergrund. Ja, Frau Meinert, vielen herzlichen Dank. Ich habe mal irgendwann Informatik studiert an der Universität Karlsruhe. Und dieses Informatik, das begleitet mich natürlich durch mein ganzes Berufsleben. Also das ist etwas, wo ich ganz am Anfang was gelernt habe. Und das habe ich natürlich inzwischen weiter bearbeitet und entsprechend weiter aufgebaut. Ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit dem, was ich mal an der Hochschule gelernt habe. Damit habe ich die Chance, dass ich bei dem Thema Digitalisierung natürlich durchaus mit einer gewissen Grundkompetenz mich beteiligen kann. Was habe ich darüber hinaus gemacht? Also die letzten Jahre habe ich mich verstärkt darum beschäftigt, was macht die Informatik, was macht die Digitalisierung mit den Menschen? Und mir war immer wichtig, dass es gelingen muss, die Menschen in die Lage zu versetzen, mit dem, was die IT-Leute produziert haben, vernünftig umgehen zu können. Herr Wächter, Sie sind ja jetzt sozusagen Digitalexperte. Haben Sie ein bevorzugtes digitales Lernformat? Was ich durchaus ganz interessant finde, was auf YouTube zur Verfügung gestellt wird und da vielleicht ganz besonders die kleinen Einheiten, die sogenannten Learning Nuggets. Das ist durchaus etwas, wo ich sage, damit kann ich ganz gut etwas anfangen. Da kann ich natürlich bis zum gewissen Grad vorspulen, kann das dann ausprobieren, die Tat umsetzen. Ob das jetzt ein Segelknoten ist bei einer beim Segelscheinprüfung, Vorbereitung oder ob das vielleicht auch etwas anderes ist, wenn ich Bäume schneiden will, finde ich auch bei YouTube immer ein Video, was mich dabei unterstützt, den richtigen Baumschnitt auch ansetzen zu können. Haben Sie so ein Wow-Lernerlebnis, an das Sie sich erinnern, wo Sie sagen, und eben habe ich was gelernt? Es gab zumindest mal eine Situation bei einem Industrieunternehmen. Und in diesem Industrieunternehmen hatten wir uns in einer größeren Runde auch zusammengesetzt und über eine anstehende Fragestellung in dem Unternehmen uns im Umfeld der IT darüber Gedanken gemacht. Und für mich war es dann wichtig, und da habe ich dann auch das Wort ergriffen, waren wichtig, diese Lernprozesse auch dann zu artikulieren, also das Ergebnis des Lernprozesses, genauer gesagt, zu artikulieren und mich zu trauen, auch dem, was ich da gelernt habe, auch Gestalt zu geben. Das heißt also herzugehen und zu sagen, ich würde jetzt das und das tun. Und das war für mich dann schon ein Schlüsselerlebnis, weil da hatte ich dann auf einmal Akzeptanz in diesem Kreis. Und das war ein sehr hochkarätiger Managementkreis. Und der hat mich darin bestärkt, dass es nicht nur darauf ankommt, etwas zu lernen, also Wissen anzuhäufen, vielleicht auch zu können, umzusetzen, sondern auch sich trauen, dieses Wissen auch und das Können auch wirklich in die Tat umzusetzen. Auch vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle gegen Widerstände. Wie sieht denn für Sie der Lernort der Zukunft aus? Der Lernort der Zukunft wird sicherlich auch ein Ort sein. Also ein wirklicher Raum, wo man sich zusammenfindet. Die Inhalte werden sich sicherlich verändern. Es wird aber auch darüber hinaus werden es Orte geben, virtuelle Orte, wo ich über Zoom-Sessions, über Online-Sessions, über Live-Sessions mich austausche. Ich gehe davon aus, dass wir ja je nach Altersstufe zwischen 25 Präsenz zu 75 online oder vielleicht dann auch im jüngeren Bereich natürlich 75% Präsenz und 25% online. Ich bin auch davon überzeugt, dass es wichtig und notwendig ist, das Thema Online, also E-Elemente, auch schon in der Schule verstärkt zum Einsatz zu bringen. Glauben Sie, dass sich das Lernen selbst in der Zukunft verändern wird? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich das Lernen auch verändert. Also die Methodik und Didaktik wird sich auf jeden Fall verändern. Natürlich die Inhalte sowieso. Die Inhalte verändern sich automatisch mit der Entwicklung, die wir insgesamt durchleben. Aber es wird sich auch die Methodik und Didaktik verändern. Wir werden sehr viel stärker vielleicht auch das Thema künstliche Intelligenz, vielleicht auch das Thema Gamification versuchen, viel stärker einzubinden, um Lernen auch spaßbehaftet zu machen. Also nicht nur dröge irgendwo zu sitzen
und hinterher noch einen ganz großen Aufwand wieder reinsetzen müssen, um das nochmal nachzuarbeiten, sondern es wäre natürlich schön, wenn von dem Erstgehörten oder Erstgesehenen, Ersterlebten schon irgendwie 50-80% schon mal verankert wäre und nicht noch nachgearbeitet werden müssen. Wo lernen Sie denn am liebsten, Herr Wächter? Gerne auch zu Hause an meinem Schreibtisch, weil da habe ich natürlich die Vielfalt der entsprechenden Produkte zur Verfügung. Aber ich gehe natürlich auch, und vielleicht muss man das ja, kann man das Thema Lernen ja auch noch mal ein bisschen weiter fassen. Ich lerne natürlich auch gerne, wenn ich ins Theater gehe. Da ist ja auch ein Lernort, wo ich zum ersten Mal vielleicht mich mit einem Stück beschäftige, wo ich Musik höre. Und auch das sind Orte, wo ich gerne bin. Und wann lernen Sie am liebsten? Ja, früher habe ich eher abends gelernt. Heutzutage fange ich doch relativ früh an, setze ich mich an den Schreibtisch und versuche dann dort mit einem frischen Geist normalerweise mir dann die etwas schwierigeren Dinge auch da zu erarbeiten. Was treibten Sie an beim Lernen und warum lernen Sie? Ja, es ist auf der einen Seite eine gewisse Neugierde. Ich möchte dabei bleiben mit dem, was sich im Augenblick an der Welt so tut. Also ich bin jetzt nicht in einem Zustand, dass ich sage, ich habe jetzt genug gelernt, jetzt setze ich mich zu Hause hin und gucke Fernsehen, sondern ich möchte dabei bleiben. Ich möchte wissen, was da im Augenblick sich tut. Ich möchte auch wissen, was Start-ups machen beispielsweise. Auch da kann man eine ganze Menge lernen oder Wissen versuchen zu destillieren, um sage ich mal, überhaupt neue Bewegungen oder neue Ideen auch zu sehen. Auch vielleicht sehen, dass die eine oder andere Idee scheitert, aber das ist nicht schlimm. Was wollen Sie als nächstes lernen? Haben Sie so ein nächstes Lernprojekt? Ja, das habe ich, weil ich habe nämlich einen neuen Auftrag bekommen, an einer anderen Hochschule ebenfalls noch ein Thema zu präsentieren. Und das ist ein Thema, da habe ich zwar Grundkenntnisse, aber da bin ich sicherlich nicht mehr state of the art. Also ist jetzt meine Notwendigkeit, die ich sehe, mir dieses Thema so zu erarbeiten, dass ich natürlich auf der einen Seite die Vorlesung selbst halten kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch in der Lage bin, mit meinen Studenten über verschiedene Themenbereiche zu diskutieren, Aufgaben zu definieren, Workshops zu machen, Fallstudien zu entwickeln. Was heißt Lernerfolg für Sie? Lernerfolg ist eigentlich, tritt genau dann ein, wenn ich in der Lage bin, das Wissen, was ich mir angeeignet habe, zu können, umzusetzen und auch anzuwenden. Das heißt, wenn ich das jetzt mal auf den IT-Bereich ziehe, und um ein einfaches Beispiel zu machen, wenn ich mir ein Produkt näher bringen möchte, will ich die Funktionalität kennenlernen, und mein Ziel ist es, die Funktionalität später in dem Arbeitsbereich, in der Rolle, die ich im Unternehmen wahrnehme, auch einsetzen zu können. Und jetzt ein kleiner Themenwechsel vielleicht. Mit welcher Farbe, Herr Wächter, assoziieren Sie Lernen? Also ich assoziiere Lernen, ich kann nicht sagen mit einer Farbe, also ich assoziiere es auf der einen Seite mit Rot und auf der anderen Seite mit Blau. Und warum? Ja, Rot ist für mich Emotionalität. Wenn ich richtig lernen will, dann brauche ich ein Stück weit Emotionalität. Also das heißt, es muss mir Spaß machen, es muss mich interessieren, es muss mich auch reizen, dass ich das auch tatsächlich machen möchte. Das Blaue, das ist für mich die Rationalität, da sage ich, okay, ich erwarte jetzt von demjenigen, der mir versucht, in irgendeiner Form ein Thema näher zu bringen, dass er schon in der Lage ist, auch dieses Thema so aufzubereiten, dass ich da auch eine Chance habe, das wirklich zu verstehen. Und von welchem Tier würden Sie denn gerne was lernen? Wenn man auf der Ebene der Kommunikation ist, fand ich immer die Delfine ganz besonders interessant, weil die in der Lage sind, in einem Medium zu kommunizieren und sich auch ein Stück weit zu verständigen. Das fand ich immer ganz, ganz faszinierend, dass so etwas gibt. Lernende Organisation. Was zeichnet denn Ihrer Meinung nach eine lernende Organisation aus? Eine lernende Organisation ist für mich eine Organisation, die es schafft, mit den Veränderungen in allen Bereichen so umzugehen, dass man sich Stück für Stück weiterentwickelt. Das heißt, dass die Organisation in der Lage ist,
bei zum Beispiel verändernden Marktbedingungen zu überprüfen, ob die Produkte, die sie bisher noch anwendet, ob diese auch in Zukunft noch verkaufen kann. Und das zieht sich ja, wenn man es genau betrachtet, zieht sich das ja durch alle Bereiche hindurch. Das betrifft den Vertrieb, das betrifft das Marketing, das betrifft natürlich auch die Produktion, die Realisierung, die Dienstleistungen, das Personal. Welche Kompetenzen brauche ich überhaupt bei meinen Mitarbeitern? Haben die das? Können die einfach ihre zukünftige Rolle in dem Unternehmen noch wahrnehmen oder geht es eigentlich nicht mehr? Neben Personal, was Sie ja eben jetzt schon gesagt haben, welche Voraussetzungen braucht es denn für eine lernende Organisation? Also ich glaube, das braucht natürlich auch ein Umdenken im Managementbereich. Also das ganze Unternehmen muss so etwas tun. Also wenn ich verkrustete Strukturen im Top-Management habe, dann kann ich in der operativen Ebene eine lernende Organisation definieren. Das wird nicht so wahnsinnig viel bringen. Ich würde noch Folgendes auch dazu bemerken. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, manchmal ist die Top-Management-Ebene weiter wie der Mittelbau vom Management in den Unternehmen. Das heißt also, Der Mittelbau, also des Mittelmanagements, ist häufig eher traditionell noch unterwegs, Bewahrer der bisherigen Prozesse und Abläufe und sieht die Positionen entsprechend gefährdet, wenn zu viele Veränderungen da sind. Es ist auch nicht ganz falsch. Also wenn Sie Veränderungsprozesse im Unternehmen machen, dann ist es sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch wichtig, dass man gerade im Mittelmanagement wirklich überprüft, ob die richtigen Menschen an Bord sind. Wobei ich da immer den Ansatz sehen würde, auch dieses Klientel zu qualifizieren, mit denen gemeinsam erarbeiten, wie ihre zukünftige Rolle im Unternehmen ist. Könnten Sie vielleicht ein Unternehmen benennen, welches Corporate Learning vorbildlich einsetzt und dann bitte auch warum? Also sei es mal so ganz spontan, also bei großen Unternehmen fällt mir jetzt so spontan kein Unternehmen ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt wirklich so eine prinzipiell lernende Organisation. Aber bei mittelständischen Unternehmen gibt es sicherlich die einen oder anderen, die sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir müssen uns insofern verändern, dass wir eine Chance haben, in 10 Jahren auch noch existieren zu können. Wir haben ja Beispiele gesehen, dass die großen Unternehmen, wenn sie die Veränderungsprozesse nicht mitgemacht haben, dann irgendwann einfach nicht mehr da waren. Also wie Quelle, um jetzt mal ein Beispiel zu sagen. Ja. Wenn wir, also sage ich mal, ein Unternehmen, was da sehr stark, also ein deutsches Unternehmen, was sehr stark auch gelernt hat, ist für mich die Otto-Gruppe, also der Commerce-Bereich der Otto-Leute, die sind, weil das ist natürlich nochmal was anderes, wie zum Beispiel Zalando, die haben ja was ganz Neues gegründet, aber bei Otto war es so, das waren Unternehmen und die haben konsequent diesen Weg beschritten, zu sagen, mit dem, was wir bisher gemacht haben, kommen wir so nicht mehr weiter. Und die sind immerhin der zweitgrößte Anbieter von E-Commerce-Produkten in Deutschland inzwischen. Wie schätzen Sie die Entwicklung von KI in Corporate Learning ein? Wohin geht denn da die Reise? Also KI finde ich ein ausgesprochen spannendes Thema, gerade auch in der Weiterbildung. Also wenn ich mir überlege, wie ich in meiner ersten Management-Ausbildung, die ich erlebt habe, die ich mitgemacht habe, wie wir da mit Planspielen gearbeitet haben, also mit Folien, mit Formulare ausgefüllt und solche Sachen. Da sehe ich ein ganz großes Anwendungsgebiet auch für die künstliche Intelligenz in diesem Lernbereich herzugehen und zu sagen, das sind ja quasi real-time oder realistische Umgebungen, die man da produzieren kann. Ich hatte auch an der Hochschule, ein Planspiel eingesetzt zum Thema Projektmanagement, wo ich 3-4 unterschiedliche Projektteams gegeneinander in Wettbewerb geschickt habe. War ausgesprochen spannend. Leider ist es dann bei der Wiederholung an den Budgetmitteln der Hochschule gescheitert.
Das finde ich natürlich dann schade. Aber ich sehe persönlich große Möglichkeiten oder ein großes Feld des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. In den letzten anderthalb Jahren mussten ja viele Präsenzteilnehmer auf einmal in den Online-Modus wechseln. Welche Tipps haben Sie denn für Online-Trainer? Also die Trainer, die Präsenzveranstaltungen gemacht haben, haben sicherlich eine sehr hohe fachliche Kompetenz gehabt. Und waren dann natürlich auch mit dem methodisch-didaktischen Konzept, waren sie auch einverstanden. Das konnten sie ganz rüber transportieren. E-Learning hat ein anderes methodisches, didaktisches Konzept. Und das müssen die Trainer wieder lernen. Da müssen sie drüber nachdenken, wie kriege ich meine Teilnehmer interessiert, wie kriege ich sie reingezogen in das Thema Lernen. Und das ist sicherlich ein wichtiger Baustein für die Trainer, dass sie sich mit diesem Thema Online-Training massiv vertraut machen müssen. Da gibt es Ausbildungsmaßnahmen. Also insofern rentiert sich da wirklich auch für jeden Trainer, seine Zukunft zu sichern. Wie kann ich denn die Akzeptanz bei der Einführung eines LMS im Unternehmen unterstützen? Was sind dafür wichtige Komponenten? Also ich glaube, es kommt ganz wichtig darauf an, dass für die gesamte Organisation klar ist, was die Vorteile sind mit einem solchen Learning-Management-System. Auf der einen Seite natürlich die Produkte, die Lernelemente, die da drin sind, die Ausbildungsmaßnahmen, das ist natürlich ein ganz wichtiger Part. Zum Zweiten auch die Transparenz über die Kompetenzen, die im Unternehmen vorhanden sind. Und zwar jetzt nicht nur, weil ich sie weiß, sondern dass es auch meine Vorgesetzten wissen und dass es die Personalabteilung weiß, weil damit natürlich die Auswahl an Entwicklungsmöglichkeiten in einem Unternehmen, wenn man das richtig macht, signifikant gesteigert werden. Ich glaube, das war's, Herr Wächter. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für die spannenden Antworten. Es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank, Frau Einhardt. Das war es für heute aus München. Wir haben das Gespräch mit Gerhard Wächter, Geschäftsführer der Manamag GmbH, im Dezember 2021 aufgezeichnet. Der Podcast hat Ihnen gefallen? Sie konnten für Ihre eigene Lernpraxis etwas mitnehmen? Was war für Sie besonders wichtig? Wir freuen uns über Ihre Kommentare und natürlich über den Daumen nach oben. Um keinen neuen Podcast zu verpassen, abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Mehr Infos darüber, wer wir sind und was wir tun, finden Sie im Text unter dem Podcast. Dort haben wir auch weitere Links zum Thema hinterlegt.